sind viele friedliche Menschen dabei. Das ist die große Mehrzahl, die friedlich ihre Meinung kundtun möchte. Ja, wir befinden uns hier gerade im Stadtgebiet von Würzburg. Wir fanden in den letzten 2 Stunden 2 Versammlungen statt. Eine Versammlung der Grünen Jugend, die am Marktplatz angemeldet war, und eine Versammlung von Krittingern der Corona-Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Bei der ersten Versammlung waren rund 100 Teilnehmer und bei der größeren Versammlung der Kritiker gehen wir von rund 400 Teilnehmern aus. Mit dem Verlauf sind wir grundsätzlich zufrieden und ziehen ein positives Fazit. Hervorzuheben ist sicherlich auch, dass beide Versammlungen ordnungsgemäß im Vorfeld angezeigt worden sind. Im Verlauf der Versammlung der Corona-Kritiker gab es Probleme mit dem Tragen der Maskenpflicht. Eine Auflage war, dass entsprechend OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden müssen. Hier musste mehrfach über den Versammlungsleiter Einfluss genommen werden, dass die Masken getragen werden. Dies führte auch noch nicht wirklich zu einem befriedigenden Ergebnis, sodass wir auch noch mal über Lautsprecherdurchsagen von der Polizei darauf aufmerksam gemacht haben, mussten dann im Nachgang noch einige Identitäten feststellen, um dort auch entsprechend Ordnungswidrigkeiten anzeigen vorlegen zu können, weil die Masken dann immer noch nicht getragen worden sind. Ansonsten verliefen die Versammlungen störungsfrei. Nach Abschluss der Versammlung kam es dann im Bereich vom Dominikanerplatz zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen Versammlungsteilnehmern, was aber mit entsprechenden Polizeikräften schnell wieder geklärt werden konnte und die Teilnehmer sich friedlich entfernt haben. Es ist ja nicht so, dass die Behörden dagegen arbeiten, sondern man möchte ja störungsfreie Versammlungen gewährleisten, wo auch jeder zu seinem Recht kommt, seine Meinung äußern zu können, was heute ja auch hier als Paradebeispiel letztendlich demonstriert worden ist. Jeder konnte seine Meinung kundtun im öffentlichen Raum und es kam bis auf die wenigen Ausnahmen zu keinen größeren Problemen. Und das ist unser Appell an alle Versammlungen in Unterfranken, dass diese Versammlungen doch bitte angemeldet werden können, dass man kooperativ zusammenarbeitet, damit jeder zu seinem Recht kommt und seine Meinung kundtun kann. Ganz wichtig ist natürlich, sich von unfriedlichen Teilnehmern zu distanzieren.